Nach wie vor ist völlig unklar, wie es in dieser ganzen Coronavirus-Krise weitergeht. Aber eins ist ziemlich sicher, dass wir einen deflationären Schock erleben werden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute und wahrscheinlich übergeordnet darüber hinaus zu erwarten ist, auch für die Aktienmärkte. Denn dieser deflationäre Schock, der hat eben große Auswirkungen auf das, was auch an den Aktienmärkten passiert, an den Finanzmärkten passiert. Ich versuche gleich zu zeigen, wieso. Schauen wir uns zunächst mal an, was derzeit mit den Inflationserwartungen passiert. Die brechen ein, mithin rechnet man also, wie hier in diesen 5-Year-5-Year-Swaps, mit einer Deflation, mit einem deflationären Schock. Warum ist das so? Nun, ganz einfach. Es sind ja Millionen von Firmen, Millionen von Menschen, die jetzt immer weniger Geld verdienen, gar kein Geld verdienen möglicherweise. Die Kosten laufen aber weiter. Jetzt versuchen ja die Staaten zu helfen, dazu gleich mehr. Da ist gerade, was die Bundesrepublik betrifft, jetzt einiges in der Mache, was wohl in dieser Woche noch verabschiedet wird. Was aber wird das alles bedeuten? Hier hat der Irving Fisher, einer der besten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich Entscheidendes dazu gesagt, als er gesagt hat und gezeigt hat, diesen deflationären Schock aufgezeigt hat, was wird da passieren. Und da haben wir zunächst mal, dass eben die Schulden liquidiert werden, damit die Leute sozusagen diese drückenden Schulden, die sich durch diese fehlende Nachfrage und die damit einhergehende Geldentwertung ergeben, dass sie die schultern können. Wir haben einen Rückgang der Geldmenge, Bankdarlehen werden gekündigt, Umlaufgeschwindigkeit des Geldes verringert sich, Angebot passt sich der Nachfrage an. Deflation ist ja immer definiert auch als ein Überhang von Angebot in Relation zur Nachfrage. Wer jetzt weniger Geld verdient, zumindest absehbar, bevor der Staat dann eingreift, der wird eben auch weniger konsumieren, weniger nachfragen, wird nicht investieren. All das eben ist der Fall. Und dementsprechend versuchen jetzt eben alle letztendlich ihre Schulden zu reduzieren und Cash zu generieren, denn Cash ist der Trumpf in diesen Zeiten eines deflationären Schocks und Schulden sind negativ, denn wenn Geld mehr wert wird, und das ist ja das Kennzeichen einer Deflation, dann werden auch die Schulden mehr wert. Die Schulden werden also drückender werden, lastender. Schauen wir uns an, was hier Irving dazu gesagt hat. Da meinte er, das ist sozusagen eine Kombination von Überschuldung und Deflation ist eine Katastrophe. Die beiden Krankheiten reagieren aufeinander sozusagen, die entzünden sich noch mehr. Genau das ist jetzt das Problem. Jetzt gibt es verschiedene Lösungsansätze. Der erste ist eine, kann man sagen, natürliche Bereinigung. Das heißt, die Firmen gehen in die Insolvenz, viele Menschen gehen in die Privatinsolvenz, aber das ist nicht die Lösung, die man versucht wahrscheinlich zu machen, sondern man wird versuchen eben die Dinge zu retten, die Menschen zu retten, die Firmen zu retten. Genau das passiert ja jetzt derzeit. Man muss versuchen dann sozusagen die Dinge wieder auf die alten Niveaus zu kriegen. Die Frage ist, ob das gelingen wird. Hier sehen wir schon mal, was zum Beispiel an den globalen Aktienmärkten in der Fall ist. Da haben wir alleine in der letzten Woche 5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Und diese Marktkapitalisierung, die ist nicht unberechtigterweise verloren, denn wie hier Goldman Sachs zeigt, rechnet man mit einem massiven Einbruch der Unternehmensgewinne in den USA im zweiten Quartal, hier teilweise 123% Rückgang. Das sind natürlich Zahlen, die extrem sind, und schauen wir uns mal an, was jetzt mal kommen wird hier in Deutschland, damit man die Situation retten kann. Am Mittwoch dürfte ein Eilgesetz verabschiedet werden, das im Prinzip die Rechtsordnung in Deutschland, naja, teilweise außer Kraft setzt. Wer zum Beispiel Mietschulden hat, kann nicht aus der Wohnung rausgepfändet oder sozusagen aus der Wohnung rausgeklagt werden. Wer insolvent ist, wer Schulden nicht bezahlen kann, kann nicht vollstreckt werden, etc. etc. Das sind weitgehende Dinge, die hier passieren. Stichtag ist sozusagen 8. März. Das ist der Zeitpunkt, so die Bundesregierung, der relevant ist. Wer davor einigermaßen aufgestellt war und jetzt durch das Coronavirus in Schwierigkeiten kommt, für den gelten diese Gesetze. Wer vorher schon sozusagen halbtot war, für den nicht. Aber wer soll das in diesen turbulenten, chaotischen Zeiten überhaupt noch ermessen? Das ist die große Frage. Schauen wir uns ein paar Dinge an, was zum Beispiel mit dem deutschen BIP passieren wird. Da haben wir wohl einen Rückgang nach derzeitiger Prognose im zweiten Quartal von -5%. Kurz davor waren wir noch bei +1,1%, aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Mindestens 5% dürfte es nach unten gehen. In den USA
gibt es bereits Berechnungen von -23, -24% im zweiten Quartal. Das sind natürlich absolute Schocker. Jetzt versucht man die Stimmung ein bisschen zu drehen, was heute nicht gelungen ist. Und das ist sozusagen das Problem, das die Märkte heute Nacht hatten, ist, dass der Kongress sich geeinigt hat auf dieses Rettungspaket. Man will jetzt die Entscheidung vielleicht heute nachholen. Das ist noch unklar. Jedenfalls versucht man schon im Namen Corporate Americas die Situation ein bisschen zu retten. Goldman Sachs jetzt mit einer Kaufempfehlung für Boeing, indem man sagt, ja, ja, das schockierendste Szenario ist mehr oder weniger schon eingepreist. Ein optimistisches Szenario ist derzeit nicht eingepreist. Man sagt ja seitens von Goldman Sachs, naja, dieser Konzern wird bestehen bleiben. Also die Amerikaner versuchen jetzt gute Stimmung zu machen. Die Frage ist, ob all das reicht, ob diese deflationäre Tsunami-Welle, die da auf uns zukommt, von den Notenbanken bekämpft werden soll. Hier sehen Sie in folgendem Cartoon ein schönes Bild. Das Kind sagt, glaubst du an den Osterhasen? Der Vater sagt oder der Opa sagt, naja, sagen wir es mal so, ich glaube an die Notenbanken. Und das muss man derzeit auch, denn sonst wird es ein bisschen was schwierig. Denn es ist zwar so, dass die Fed jetzt massiv Liquidität den Notenbanken anderer Währungsräume zur Verfügung stellt, aber das ist ja kein Geschenk, wie hier Santiago Capital zeigt, sondern das ist eine Ausleihe, ein Kredit, wenn man so will, und dieser Kredit muss zurückgezahlt werden. Das bedeutet, die Welt hat ja einen unglaublichen Dollarbedarf derzeit, weil sie eben in Dollar verschuldet ist. Deswegen sehen wir die Dollaraufwertung, weil die Verschuldeten versuchen, ihre Dollarschulden, die immer drückender werden, A, durch die Deflation, B, durch die Aufwertung des Dollars, die versuchen sie runterzufahren, die Schuldenlast zu verringern. Dadurch entsteht der Bedarf nach Dollars und jetzt versucht ja die Notenbank Fed, anderen Notenbanken diese Dollars zu geben, damit sie diese wiederum an Unternehmen weitergeben kann, die sie brauchen. Das Problem ist, dass damit sozusagen die zukünftige Nachfrage nach Dollars gestärkt wird, denn diese Schulden müssen ja zurückbezahlt werden. Es ist kein Geschenk. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt, der hier zu beachten ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Spirale, die erstmal kommt mit diesem deflationären Schock, die nicht schnell aufhören wird. Ich hatte am Freitag gesagt, wir kriegen dann einen Umschlag in den inflationären Schock, aber das wird dauern, weil erstmal diese Tsunami-Welle des deflationären Schocks sich abarbeiten muss. Schauen wir uns ein paar Charts an, hier was zu vermelden ist. Wir sehen jetzt hier bei den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, dass der DAX sich ein bisschen erholt. Wir hatten in der Nacht wieder Limit Down bei den US-Futures, nachdem eben diese Einigung nicht gelungen war im US-Kongress für das große Rettungspaket. Jetzt sehen wir im asiatischen Handel so ein bisschen eine Erholung. Wir sehen den Nikkei im Plus, nachdem die Bank of Japan massiv Liquidität wieder in den Repo-Markt, den japanischen, pumpt. Wir haben andere Märkte, die klar negativ sind, aber wir sehen eben immerhin jetzt ein bisschen Optimismus, 8.528 aktuell der DAX. Schauen wir uns mal an, was der S&P 500 hier zaubert. Da sehen wir diesen Index bei 2.232. Wir waren in der Nacht deutlich unter der 2.200er Marke, als eben hier die Dinge noch ein bisschen negativer aussahen, als sie es derzeit tun. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.0731, ein bisschen erholt von diesen Tiefständen, die wir kürzlich gesehen haben, oder von dieser Bewegung nach unten, die wir neulich gesehen haben. Wir sehen Gold bei 1488. Gold eben auch so ein Thema. In der Deflation nicht so gut, auch nicht Katastrophe, aber die Stunde des Goldes schlägt dann im inflationären Schock. Deswegen kann man vielleicht nach meiner Auffassung, nach meiner Sicht der Dinge, sich mit Goldkäufen noch ein bisschen zurückhalten, denn erst kommt die deflationäre Tsunami-Welle. Wenn dann die inflationäre Tsunami-Welle kommt, weil die Nachfrage plötzlich wieder anzieht, weil investiert wird, weil wir im Rahmen der Entglobalisierung viele Dinge wieder hier produzieren werden, weil die Liquiditätstsunamis dann, die derzeit von Notenbanken und Regierungen in die Märkte gekippt werden, dann beginnen zu wirken, das noch auf Nachfrage trifft und das in dieser Kombination dann eben hochgradig inflationär sein wird, dann schlägt vielleicht die Stunde des Gold und amerikanische Crude Oil heute bei 23,26 Dollar auch ein bisschen erholt. Also, ich versuche jetzt erstmal zu zeigen, diesen deflationären Schock. Wir können, was die Märkte jetzt kurzfristig betrifft, wahrscheinlich heute eine Erholungsbewegung sehen, vielleicht sogar jetzt in dieser Woche eine Erholungsbewegung sehen. Das Problem aber ist, dass die Notwendigkeit zur Schuldenreduzierung, zum Abbau von Schulden für viele die erste Priorität ist. Das versucht man durch die Gesetzgebung, wie sie in Deutschland ist, so ein bisschen auszuhebeln, dass die Leute nicht in die Insolvenz gehen, die Firmen nicht in die Insolvenz gehen.
bestimmte Dinge nicht erfolgen müssen, beziehungsweise nicht sanktioniert werden. Insgesamt sehen wir ja durch die Ausgangsbeschränkungen, ist es eine Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkungen hier in Deutschland und teilweise in den USA, wo auch immer, eine massive Einschränkung von Grundrechten. Und das gilt jetzt im Grunde für unsere gesamte Wirtschaftsordnung. Hier werden zum Beispiel Rechte von jenen, die anderen Geld geliehen haben, massiv eingeschränkt. Darf man ja auch nicht vergessen, um diejenigen zu schützen, die jetzt in Schieflage geraten. Also es ist ein großer Wandlungsprozess, ein großer Umbruchsprozess, der massive Folgewirkungen haben wird. Ob wir jemals zu dieser alten Ordnung zurückkehren, ist die Frage, wo sozusagen die Dinge ziemlich klar strukturiert waren oder ob wir jetzt erstmal in einer Art Notstandsgesetzgebung für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre verharren. Das muss sich noch zeigen. Wir werden sehen, was kommt. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche, die manche von Ihnen ja zu Hause erleben werden, erstaunlicherweise oder außeralltäglicherweise. Das ist vielleicht der große Bewusstseinsprozess, der jetzt derzeit stattfindet. Also Ihnen das Allerbeste. Ich sage Servus und Ciao.